So, der nächste Punkt, der wäre, hier ist ein Fertigkeitspunkt, hier wären noch Informationen und hier die gefaltete Schulterstütze. Dann lass uns erstmal hier zu dieser Tankstelle und die Informationen abholen, die vorhanden sind. Und für die 400 Meter kann ich auch laufen. Das macht jetzt auch, das macht jetzt gar nichts. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Das sieht irgendwie aus wie ein mit dem sind's fünf. Wie ein deutsches GTA-Roleplay. Die stehen im Kaffeekränzchen zusammen. Ja, ich habe gestern ein Auto geklaut. Hab mir ein bisschen Geld eingebracht. Boah, das ist ja geil. Und, ja, hier, guck mal. Und der Jeep, das ist das nächste Auto, was ich klauen möchte. Ja, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Meinst du nicht, dass die Polizei dann aufmerksam wird? Oh, die kann doch eh nichts. Die mache ich fertig. Guck mal, was ich für eine geile Waffe ich habe. Die reiße ich jetzt nach oben und zeige sie allen. Und, Okay, bin unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Brauche neue Position. Alles klar, geh in Position. Hab das Ziel. Eröffne das Feuer auf diese erste Lady. Ach, ich mag diese Waffe. Sauber. Alles Paletti? Alles aufgeräumt, was dann... Oh, was dann irgendwo... stören könnte. Rebellenoperation. Wir haben den Standort eines Care-Pakets. Sehen wir mal nach, ob es noch da ist. Da hinten haben wir noch eine Information, die wir noch einsammeln. Ich schwöre Suenio und den Anführern des Santa Blanca Kartells als Sicario bedingungslos zu dienen. Ich handle ohne Zögern oder Furcht. Ich töte ohne Gnade oder Reue. Ich hüte die Geheimnisse des Kartells bis zum letzten Atemzug. Nach diesem Motto wirst du für den Rest deiner Tage leben. Falls nicht, wird dich Santa Muerte richten. Also die Waffe ist größer als der Typ, der sie trägt. Sehr geil. Okay. Fertigkeitspunkt. Alles gut, fahr los. Glaube, die Luft ist rein. Was ist denn so noch in der Nähe, wo wir noch schnell hin könnten? Hier ist... Oh, hier wäre noch ein Hubschrauber mit Nahrungsmitteln. Die bräuchte ich nämlich auch noch. Und hier ist ein... Ach, guck mal. Dann nehmen wir das da als erstes. Liegt da eh alles zusammen.
Das erledigen wir doch mit links. Oder mit rechts. Ich bin Linkshänder, also eher mit rechts. Bringen Sie einen der Stationseingänge. Ja. Ja, das ist doch kein Ding. Entschuldigung! Entschuldigung! Wollte ich nicht. Jetzt habe ich die 2000 Jahre alte Mauer kaputt gefahren. Wow. Moment. Wo fährt er mich denn hier vorbei? Die Drohne ist oben. Feind markiert. Ich sehe einen Nachwuchs mit einer MP. Sag mir wo. Am Eingang zum Lager. Das ist ein Bootcamp, wo er mich vorbeiführt? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Die Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Ich hab das Ziel. Ich sehe das Ziel. Wow. Ich glaube, Sie haben Ihren Kollegen gefunden. Ach, come on! Warum ist denn hier ein Alarm? Verdammt, das war knapp. Da nähert sich ein Helikopter. Alle bereit? Feuer! Alles klar. Irgendwie treffe ich heute auch nicht. Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung aus der Luft. Mmh.
runter, Arschloch! Granate, volle Deckung! Heli, in den Staub! Runter, alle runter, Heli! Verluste, reißt euch zusammen, wir haben Verluste. Heli, in den Staub. Moment, ich komme. So eine Scheiße. Heli erledigt. Was für ein Stress. Keine Tagus mehr da. Deck alles hin. Na, was für eine Sauerei. La Muerte me lleva. Okay. Erstmal Munition aufsammeln. Ich bitte nicht um eine Armee, Kommandante Burkhardt. Nur um ein paar deiner besten Leute, um für die Sicherheit meiner Familie zu sorgen. Ich treffe keine Abkommen, Bokita. Wende dich an El Muro. Ich will auf keinen Fall mit El Muro reden. Alles, was ich ihm sage, geht direkt an El Sueño. Verstehst du das? Das endet nicht gut für mich. Klingt, als hättest du Dreck am Stecken. Nichts, womit ich nicht klarkomme. Wir haben Gegner in der Nähe. Warum, wenn ich mich jede Minute umsehen muss, verstanden? Ich muss meine Tochter schützen. Du willst permanente Sicherheit für deine Familie. Das sind 10 bis 12 Männer. Und was springt da für mich raus? Du schickst deine Besten, ich schicke mein Bestes. El mejor polvo, hermano. Das haut dir das Hirn raus. Gut, du schickst mir eine Probe. Und wenn sie hält, was du versprichst, arrangiere ich eine Feldübung für einige meiner Männer. Klar? So. Ich sehe hier 2 Narcos. Sag mir wo. Okay. Ist noch gesperrt. Granate fliegt. Nehmt das. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Jetzt sind sie wach. Wow. Wow. Wo ist mein Team? Jetzt bewegen sie sich. Aha. Wo ist das Teil? Das ist doch nicht wahr. Wo ist das? Unten? Nee, da. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Komm. Nach der Abschaltung dieser Station können die Rebellen aktiver werden. Ihr habt hart gearbeitet, Freunde. Wie sagt ihr? Der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Klar. Ich schätze, so sagen wir das. Wir sitzen alle in einem Bootpark. Ohne Zweifel. Wir sollten ernten, was wir sehen. Viva Bolivia. Viva la Revolution. Ja, was auch immer. Da ist noch
Ja. Wie soll ich denn da drauf kommen? Da muss es doch bestimmt irgendetwas geben. So. Genau. So. Geschafft. Ich sag's den Rebellen. Die holen es sich später. Klar. Und was machen wir? Ist Zeressa-Zeit. Ja, auf dem Zavesa hätte ich jetzt auch Lust. Da ist eine nächste Rebellenoperation. Da ist das Flugzeug, was ich leider aus Versehen mal in die Luft geflogen ist. Lass uns erstmal hier zu dem Hubschrauber. Und von dort aus dann. Oder ist schon einer der anderen Punkte frei? Müsste hier oben hin. Außenposten. Der ist näher dran. Wir wissen von einer Santa Blanca Funkstation in Montauk. Hacken Sie die Nachrichtenloks. Dann finden wir vielleicht heraus, wer der Leiter des Ausbildungsprogramms ist. Yo. Yo, 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 yo. Machen wir. Moment, ich fahre. Let's go. Das wäre schon witzig, aber ich glaube, heute nicht. Nein, Entschuldigung, wollte ich nicht. Was für ein Alarm. Jetzt kommst du aber jetzt ein bisschen spät mit. 2,9 Kilometer. Was? Ja. Und vor allem hier durch diese ganzen Serpentinen. Das macht sehr viel Spaß. Der wollte eh sein Auto verschrotten lassen, also habe ich ihm nur einen Gefallen getan. Nein. Ach. Dass man diese Strommasten auch nicht abfahren kann, dass es umfahren kann, wollte ich sagen, das ist schon schwierig.
sehr im Geschützturm. Ich sehe einen Narko. Drüben bei der Kippe. Wir nähern uns dem Ziel. Wir müssen rein und ihre Daten nach Infos durchsuchen. Bewegung. Mhm. Ach, ernsthaft? Granate. Granate fliegt. Huch. Hier ist ein Laptop. Er scheint am Netzwerk zu hängen. Mal sehen, was wir da rausbekommen. Dann hacken wir doch mal. Download läuft. Ich schicke alles direkt an Bowman. Dranbleiben. Bowman, hier Nomad. Ich schicke Ihnen Nachrichtenlogs einer Kartellfunkstation in Montauk. Mit etwas Glück findet sich darin der Name des Kartellausbilders. Ich bekomme Sie gerade. Warten Sie. Nichts. Hier sind keine Hinweise auf unseren Mann. Aber etwas anderes ist interessant. Die haben Suchtrupps losgeschickt, um einen Deserteur zu finden. Einer der Rekruten ist vor ein paar Tagen ausgebüxt. Sie glauben, er ist noch in der Gegend. Wie soll uns das helfen? Wenn er Zeit im Ausbildungsprogramm verbracht hat, besteht die Chance, dass er unserem Mann begegnet ist. Und der Deserteur kann uns seinen Namen sagen? Finden Sie es heraus. Ja, dann. Ah, jetzt dürfte ich das, ja, klar. Nehme ich. Und dich nehme ich auch noch mit. Was habe ich noch für Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die ich jetzt nutzen kann? Fernglasaufklärung. Wärmebild. Ja. Ich habe 25 Fertigkeitspunkte. Und nein, nicht ercheatet, sondern wirklich, es spielt nur, weil ich keine Ressourcen, also in den Unmengen halt gesammelt habe. Bleibt halt eben auch viel liegen. Sein. Nee. Ich hätte gerne jetzt ein Auto. Das wäre jetzt das Wichtige. Da. Ja.
Bin drin, vorwärts. Gut. Wo geht's denn als nächstes hin? Da unten. Der Deserteur. Aus abgefangenen Funksprüchen wissen wir, dass das Kartell einen Deserteur in den Bergen sucht. Finden Sie ihn für uns. Er weiß sicher eine Menge über das Ausbildungsprogramm. Natürlich, Ma'am. Wir kümmern uns drum. Oh Mann, ey. Da cringe selbst ich. Aha. Ich sehe einen Suchtrupp des Kartells. Wie gehen wir vor, Boss? Wir schnappen uns den Anführer. Ich will herausfinden, was er über den Deserteur weiß. Alles klar. Und das macht 3. Hier ist Ziel Nummer 5. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Okay, Ziel markiert. Erledigt. Mhm. Setze Drohne ein. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Alles klar, geh in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Das Ziel. Bereit, auf deinen Befehl. Habe ein Ziel. Erstmal. Okay, nichts passiert. Okay. Ja, Uli, das hätte mir da echt die Hölle heiß gemacht, wenn ich mich jetzt darum gekümmert hätte. Ah. Na gut. Geh in Position. Suche bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Okay, Ziel markiert. Gib Zeichen. Eröffne das Feuer. Er sieht erledigt. Uns. Holt ihn euch. Der Leutnant haut ab. Die wissen von uns. Der Blocker, der muss nicht sterben. Ruhig, Kamine. Sina, tu madre! Na? Rede, Pinche Pendejo. Wer ist der gesuchte Deserteur? Pendejo. Ein Pinche Maricone Mierda, der aus dem Ausbildungslager abgehauen ist. Der Boss will, dass wir ihn eigentlich separat statuieren, damit keiner dieselbe Idee hat. Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen. Und wo ist der kleine Schisser jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind dicht dran. Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben. Wo ist dieser Suchtrupp? Rede und vielleicht lasse ich dich gehen. Okay, okay, Chinga. Wir nähern uns dem Deserteur. Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde. Vielleicht finden wir ihn. Ja. Dann nehmen wir uns mal hier diesen wunderschönen SUV und fahren hinterher. Los geht's. Mhm.
Moment. Lass, ich fahre mal eine Abkürzung. Ich glaube, da fahre ich lieber mal ein bisschen von hinten ran und guck mal. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ich sehe noch einen Suchtrupp. Wir scheinen hier richtig zu sein. Das Kartell nähert sich. Wir sollten den Kerl finden, bevor die es tun. Verstanden. Ich sehe ein zweites Ziel. Ich sehe einen Scharfschützen. Tango Nummer 3. Mit dem sind's 5. Ich sehe das Paket. Los geht's. Ich sitze. Okay, bin unterwegs. Ich sehe das Ziel. Brauche neue Position. Alles klar, geh in Position. Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Greife an. Locker bleiben, alles ist gut. Mhm. Alles ist gut. Alles ist gut. Psst, leise. Geh in Position. Suche bessere Schusslinie. Ich muss die Position wechseln. Okay, Ziel markiert. Er ist tot. Das war knapp. Quítate, pendejo. Verschwinde. Kapiert? Nein! Seid ihr okay? Nein, ach, Kacke! Nein, ich habe ihn niedergeschlagen. Ah. Kacke! Okay, ja. Ich würde sagen, dann machen wir diese Mission in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Morgen, guten Tag, schönen Abend. Egal, zu welcher Uhrzeit ihr das gerade anguckt. Und bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.